Salut miteinander, es macht mir richtig Plaisir, euch endlich wieder zu finden. Heute kommt der Freddy Merkling in unserem Frau der Freistraße. Zuerst sind wir aber in mir der Schule, das Dorf vom Rieden aber Schlettstadt, wo uns sich schon jahrelang für die Umwelt einsetzt. Jetzt ist die Gemeinde sogar kapabel, für mehr Energie zu produzieren, als ihre Gebäude und Dorflichter brauchen. Wir, das sind wir jetzt. In mir der Schule gehört das Wasser zu der Landschaft. Die Gemeinde will von der Besonderheit eine Kraft machen und mit dem Wasser Strom produzieren. Zitrom Hornig drehen drei mächtige Turbinen wie die hier, Tag und Nacht. Zwei Wasserkraftwerke sind im Dorf installiert. Hier ist die Wasserkraft, die die Turbinen drehen. Es gibt kein CO2 in der Luft, das ist Sulfur, da ist kein Öl, da ist kein Kohle, da ist kein Nuklear. In jeder Schule sind wir schon lange in der Transition energetische, im Energierang, fest eingestellt und haben schon lange wollen selber produzieren und Sulfur produzieren. Das Projekt hat 1.300.000 Euro gekostet. Die Wasserkraftwerke waren wahrscheinlich die ersten 15 Jahre rentabel. Die Umweltwirkung ist aber schon da. Dank der Stromfabrik wird mir durch Schulz eine positive Gemeinde. Nur durch erste Abschätzungen soll die Turbine 700.000 Kilowatt pro Jahr produzieren, fast das Doppelt aus der Gemeinde-Richtung brauchen. Was wir mit der Turbine machen und mit dem Photovoltaik, sind wir ganz positiv, das ist sicher. Das ganze Dorf, alle Einwohner, können wir jetzt nicht liefern, es geht noch nicht lange. Aber wenn wir jetzt die Leute liefern, das macht ungefähr 120 Häuser, die wir können liefern. Die Geschichte zwischen Strom und Miederschulz geht lange Jahre zurück. Da von der dritte Turbine sitzt, neben der ehemaligen Mehl, ist vom Mann vom 19. Jahrhundert bis 1965 schon eine Wasserkraftanlage gestanden. Der Müller hat Salamuls Slava vom Dorf revolutioniert. In 1891 hat er gehört, nach der Ausstellung aus Frankfurt, aus einer Source Energie erfunden wurde, und das heisst Strom. Und er hat sich darauf interessiert und hat gedacht, jetzt mache ich mit meiner Mehl eine Zentrale Hydroelektrik, eine Wasserkraftwerk. Und nun hat mein gefreut, ob sie euch das Dorf Liert machen mit Strom. Und mir der Schulz hat noch in 1894 Strom Liert, zwei Jahre vor der Stadt Colmar. Heute noch rennt mir der Schulz schneller aus Sondri. Der Energierang ist das Zentrum der Politik vom Herrn Maire, de Patrick Barbier und seiner Mannschaft. Sie probieren überall, wo sie kennen, Strom zu machen dank Wasser und Sonnenkraft. Die Produktion ist aber nicht alles. Die Gemeinde sorgt vor allem für den Stromverbrauch zu verringern. Für weniger Strom brauchen haben wir zuerst angefangen mit dem Strassenlicht. Das ist der größte Post, was am meisten kostet im Dorf. Das erste Mal haben wir LED-Lampen gemacht, Abaissement nocturne, und jetzt machen wir uns vom 12 bis um 5. Das macht einmal 50% weniger und haben alle Gemeindegebäude isoliert. Es gibt so viele Umweltprojekte, als jetzt sogar auf einem Spaziergang gesammelt sind durch Chemin des Transitions. Mit diesen konkreten Beispielen will die Gemeinde ihre Einwohner mitziehen, wie durch Michael Öxl und seine photovoltaische Platte auf dem Stall. Ich meine, da ich mitgeholfen und nicht Zeit, wenn man es machen kann, oder hat mich in Verbindung gesetzt, für Leute, wie es am besten geht. So, ja. Du hast 15 Jahre warten, bis es so bezahlt ist. Ja, so ist es. Ja. Verwaltungen vom ganzen Frankreich kommen in das kleine Dorf Geide finden. Und die Gemeinde will nicht halten, sie will in den Jahren von Kuma die Windenergie entwickeln. Man hat nie genug, solange man nicht 100% natürlich und saubere Energie produziert, haben wir nie genug. Es ist jetzt Zeit für unsere Frage oder Fresh von Taimus mit dem Freddy Merkling. Bonjour, bonjour, Judith. Ich bin der Freddy Merkling und ich arbeite im Lycée Agricole d'Aubernais. Ich leite den Landwirtschaftsbetrieb vom Lycée. Konventionell oder biologisch? Alle zwei, wir sind alle zwei. Wir machen ein Teils biologisch und ein Teils konventionell. Mit oder ohne Glyphosat? Ah, ohne Glyphosat. Wir als,
Als Beamter vom Staat in einem Landwirtschaftsbetrieb von einer Schule dürfen wir kein Glyphosat mehr benutzen. Ach so. Frach oder frech? Frach, évidemment. Mit denen wollen wir nicht gut wählen. Gibt es viele davon? Nö, nö. Ich bin ganz schade. Jutti. Mit oder ohne Fleisch? Immer mit Fleisch. Was denkst du vom Veganismus? Das ist eine Idee. Wie es viele Ideen gibt auf dieser Welt. Oh je. Hat der Konfinement in deinem Leben etwas geändert? Ja, wir haben 8 Wochen lang arbeiten können. Hast nicht viele Leute gesehen. Das ist ein bisschen komisch geworden. Wir sind ein bisschen allein geworden auf dieser Welt. Gibt es eine Zukunft für die Jungen im Lycée Agricole? Ah, ich sage immer, es wird ja schrecklich, wenn man den Coronavirus überleben darf und sterben in den Winter vor Hunger. Es wird schrecklich. Und das, die haben es gemerkt, ohne Landwirtschaft, eine gesunde Landwirtschaft, gibt es auch keine gesunden Menschen. Was freut dich im Leben? Ein Dreieck im Bowling. Und fehlt das Dreieck im Bowling? Ich spiele gar ein Bowling. Das hat mir viel gefallen, ja. Und was mir noch freut, wenn wir schöne Hopfen haben.